Wahre historische Ereignisse sind oft unauffällig. Zum ersten Mal seit der Gründung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vor knapp einem Vierteljahrhundert wurde am 4. Juli das Schild an der Staatskanzlei ausgewechselt. An diesem Tag endete die Ära der Ministerpräsidenten an der Landesspitze. Dies geschah kurz davor im Plenarsaal des Landtages mit einer Mitteilung der Präsidentin Silvia Brettschneider. Es wurden 70 Stimmen abgegeben, alle 70 Stimmen waren gültig. Es stimmten für Frau Manuela Schwesig 40 Abgeordnete mit Ja, 29 Abgeordnete mit Nein, ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete enthielten sich. Von der ganzen Familie begleitet, erschien Manuela Schwesig zur Abstimmung und Eidesleistung als Ministerpräsidentin. Eine Sternstunde für die Tochter eines Schlossers und einer Verwaltungsangestellten aus der tiefsten Provinz im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland. Mit nur 43 darf sie nun das höchste Amt in ihrer Wahlheimat Mecklenburg-Vorpommern bekleiden. Es ist für mich ein Traum, der in Erfüllung geht. Es ist eine große Ehre für mich, Ministerpräsidentin sein zu dürfen, aber gleichzeitig auch eine große Verpflichtung, denn es geht darum, dass ich wirklich all meine Kraft dafür einsetze, dass es diesem Land gut geht, den Menschen hier, und ich freue mich auf die Arbeit. Trotz schwerer Krebserkrankung erschien auch der abgetretene Ministerpräsident Erwin Sellering zum Staatsakt. Manuela Schwesig galt als seine Mentee und wurde vom Ministerpräsidenten persönlich als Nachfolgerin empfohlen. Die Landes-SPD stellte sich einstimmig hinter Schwesig. Ein starkes Ja-Wort kam auch von der Bundesebene. Großes Lob an Erwin Sellering, der hat das ja wirklich professionell organisiert, diesen Wechsel, trotz einer sehr schlimmen und schwierigen Erkrankung. Und für uns als SPD-Fraktion ist es wichtig, dass es gut weitergeht. Manuela Schwesig kennt das Land ja sehr, sehr gut. Ich kenne sie ja auch sehr lange. Insofern verbindet uns ja ein hohes Vertrauen, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Für das Amt der Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern musste Manuela Schwesig den Posten der Bundesfamilienministerin aufgeben. Auch der Wahlkampf war für sie ab sofort beendet. Eine rasche Karrierewendung nach Schwerin von der inzwischen liebgewonnenen Hauptstadt der Bundesrepublik. Ich war dort 4 Jahre mit einem starken Team präsent. Wir haben viel erreicht zusammen und das lässt man nicht so schnell hinter sich. Da war der Abschied schon schwer. Manuela Schwesig kehrt als die erste Ministerpräsidentin in den alten politischen Freundes- und Bekanntenkreis zurück. Die meisten Gesichter hier sind vertraut, frühere Kollegen und Mitstreiter sind immer noch am Ball. Die Erwartungen an sie werden nur knapp formuliert. Alles soll nach dem von Erwin Sellering aufgezeichneten Kurs weiterlaufen. Wie das immer so ist, jeder hat Schwerpunkte, die er neu definiert. Und insofern gehe ich auch davon aus, Kontinuität ja, aber die eine oder andere Schwerpunktveränderung wird es mit Sicherheit geben. Sie muss zeigen, sie ist ja in frühen Jahren hierher gekommen, sie ist ja Schwerinerin. Ob sie sich jetzt hier im Land den Problemen widmet, die sie immer auf ihrer Agenda geschrieben hat. Es kann auch dazu führen, dass wir im Sinne der Gleichstellung und Gleichberechtigung von Männern und Frauen mehr erreichen. Das hängt aber alles sehr vom Führungsstil und von der Durchsetzungskraft der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ab. Neben den beiden Amtskolleginnen aus Saarland und Rheinland-Pfalz ist Manuela Schwesig aktuell die dritte Ministerpräsidentin der deutschen Länder. Damit ist die Frauenquote noch lange nicht erfüllt, selbst mit der Bundeskanzlerin im höchsten Amt. Doch nicht nur das Gleichstellungsproblem hat Manuela Schwesig auf ihrer To-Do-Liste. Ich habe vor, wichtige politische Schwerpunkte weiter fortzusetzen, wie Wirtschaft stärken, Familien unterstützen, sozialen Zusammenhalt sichern. Sicherlich werde ich auch den einen oder anderen neuen Akzent setzen. Ich gehe davon aus, dass jetzt eine neue Generation in Verantwortung ist und auch eine Frau. Und das wird man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch sehen. Wahre historische Ereignisse sind oft ganz unauffällig, wie zum Beispiel das neue Schild an der Staatskanzlei in Schwerin. Allerdings beginnt damit die neue Ära in Mecklenburg-Vorpommern, nach über einem Vierteljahrhundert.